Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse. Willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Unser heutiges Thema sind Nebenjobs und Ferienjobs. Mein Name ist Tatjana Schoscher und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Welche sind die Lernziele für die heutige Lektion? Oder was lernen wir heute? Ihr werdet einige Ferienjobs nennen und einige Ferienjobs beschreiben. Einem Video werdet ihr Informationen entnehmen und danach interaktive Fragen beantworten. Am Ende werdet ihr einen Aufsatz über Ferienjobs schreiben. Um an der heutigen Lektion erfolgreich teilnehmen zu können, braucht ihr ein Blatt Papier oder euer Heft, etwas zum Schreiben wie einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und ihr nehmt einen Zugang auf euren Handys, Computer oder Tablets. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen, wenn ihr euch noch einmal etwas ansehen oder anhören wollt. Und wenn ihr die Ikonen hier oben rechts seht, dann sollt ihr etwas sagen, lesen, schreiben, hören oder euch ansehen. Und dann macht bitte Pause. Beginnen wir diese Lektion mit einer Frage. Was machen Jugendliche in ihrer Freizeit gern? Započnimo ovu lekciju jednim pitanjem. Što mladi rado rade u njihovo slobodno vrijeme? Überlegt euch ein bisschen und dabei werden euch sicherlich diese Fotos helfen. Dok vi razmišljate, pomoći će vam ove fotografije. Macht Assoziationen zu diesen Fotos. Wer ist auf dem ersten Foto und was macht er? Dieser Tiger liegt und wir können sagen, so fühlen wir uns, wenn wir müde nach Hause kommen. I mi se ovako osjećamo kada umorni dođemo kući. Was macht er? Faulenzen. Dakle, jenčariti. Jugendliche faulenzen gern. Auf dem zweiten Foto sehen wir einige Freundinnen. Sie stehen hier, sie lachen zusammen, sie treffen sich gern. Jugendliche treffen ihre Freunde gern. Mladi se rado sreću sa svojim prijateljima. Auf dem dritten Foto. Dieses Foto können wir mit Sport verbinden. Also Jugendliche machen Sport gern. Mladi se rado bave sportom, slobodno vrijeme. Auf dem letzten Foto, wo wir das Meer sehen, vielleicht schwimmen einige Jugendliche gern. Možda neki rado plivaju. Doch, was brauchen Jugendliche, wenn sie mit ihren Freunden ins Kino gehen wollen? Oder in ein Konzert? Oder in die Pizzeria? Što je mladima potrebno, kada sa prijateljima žele ići u kino, na koncert ili u pizzeriju? Natürlich brauchen sie Geld. Und von wem bekommen sie es? Von ihren Eltern. Jugendliche bekommen das Taschengeld von ihren Eltern. Mladi dobivaju džeparac od svojih roditelja. Und dann sparen sie. I tada štede. Habt ihr zu Hause auch so ein Sparschwein? Imate li vi kod kuće ovakvu kasicu prasicu? Und eine weitere Frage ist, wie können sie ihr Taschengeld aufbessern? Kako mladi mogu poboljšati svoj džeparac? Was denkt ihr? Was machen einige Jugendliche, wenn sie ihr Taschengeld aufbessern wollen? Što rade neki mladi kada žele popraviti stanje svog džeparca? Dann finden sie einen Nebenjob. Tada pronađu dodatni ili povremeni posao. I sada dolazimo do naziva lekcije, koji glasi povremeni poslovi. I ovdje vidimo nekoliko mogućnosti da to kažemo na njemačkom jeziku. Der Schülerjob, der Nebenjob, der Gelegenheitsjob, der Minijob, pa čak i der Ferienjob, što se uglavnom odnosi na posao koji se radi preko praznika, a ovi poslovi se često rade preko praznika. Oder ganz einfach können wir der Job sagen. Im Plural sind es die Jobs. Dakle, u množini su die Jobs. Jobben ist das Verb. Und zum Beispiel können wir sagen, ich habe einen Schülerjob.
Möchtest du einen Minijob haben? Nein, ich jobbe noch nicht. Još ne radim nikako povremeni posao. Jetzt werden wir zwei kurze Texte lesen. Der erste Text. Magst du Hunde? Wir suchen jemanden, der mit unserem Rex Gassi geht. Und der zweite Text. Ein Job für alle. Jeder ab 13 Jahren kann für uns tätig werden. Was für Texte sind das? Kakvi su ovo tekstovi? Diese zwei Texte sind Jobanzeigen. Ova dva teksta su oglasi za posao. Und da sind die Jobanzeigen für Nebenjobs oder Schülerjobs. Dakle, ova dva oglasa su oglasi za povremene poslove učenika. U prvom oglasu traži se netko ko će ići u šetnju sa Rexom, dakle sa psom. A drugi oglas kaže ein Job für alle, posao za sve. Jeder ab 13 Jahren, svatko od 13 godina, kann für uns tätig werden, može raditi za nas. Tätig werden. Ferienjobs. Wie schon gesagt, werden sie in den Sommer- bzw. in den Winterferien gemacht. Und wie kommen Jugendliche an einen Ferienjob? Was denkt ihr? Oder habt ihr das schon selber versucht? Jugendliche können einen Ferienjob in Zeitungen finden oder bei der Arbeitsagentur, im Netz bzw. im Internet. Oder Sie können direkt anfragen. Das ist sehr hilfreich, Initiative zu ergreifen und direkt anzufragen. Warum eigentlich Ferienjobs? Warum jobben Jugendliche so gern in den Ferien? Sie haben eine sehr positive Einstellung zu Ferienjobs, denn dadurch können Sie nützliche Erfahrungen für das spätere Berufsleben sammeln. Außerdem sind Ferienjobs eine prima Gelegenheit, das oft allzu knappe Taschengeld aufzubessern. Sie sind auch eine Gelegenheit, zum ersten Mal eigenes Geld zu verdienen, was Jugendlichen sehr wichtig ist. Das Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend gibt es sowohl in Kroatien als auch in Deutschland. Dieses Gesetz schreibt vor, wann Jugendliche mit den Nebenjobs anfangen dürfen, wie lange sie jobben dürfen, welche Tätigkeiten sie ausüben dürfen und wie schwer diese Tätigkeiten sein dürfen. Und was mit der Schule, wenn sie arbeiten. Nach diesem Gesetz dürfen Jugendliche erst ab dem 13. Lebensjahr einen Nebenjob haben. Sie dürfen mit 13 Jahren nur 2 Stunden täglich jobben, mit 15 Jahren bis zu 40 Stunden wöchentlich, aber maximal 4 Wochen jährlich. Die Tätigkeiten, die Sie ausüben dürfen, sind leichte Tätigkeiten, wie zum Beispiel Babysitten, Hunde ausführen, Einkäufe erledigen, Nachhilfeunterricht geben oder im Garten arbeiten. Die Schule darf nicht zu kurz kommen, wenn Sie arbeiten. Dieses erwähnte Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend heißt offiziell das Jugendarbeitsschutzgesetz, Zakon o zaštiti mladih na radu. Nach diesem Gesetz dürfen Jugendliche in Deutschland erst ab dem 13. Lebensjahr arbeiten und auch nur dann, wenn ihre Eltern schriftlich zustimmen. Schülerarbeit ist in Deutschland und in Kroatien gesetzlich geregelt. Durch das Gesetz soll unter anderem verhindert werden, dass Schüler durch frühzeitige und schwere Arbeit Gesundheitsschäden bekommen. Während 13- bis 14-Jährige pro Tag höchstens 2 Stunden arbeiten dürfen, können 15- bis 18-Jährige täglich bis zu 8 Stunden jobben. Die Arbeitszeit muss zwischen 6 und 20 Uhr liegen. An Wochenenden sowie Feiertagen ist der Ferienjob nicht erlaubt. Insgesamt dürfen Schüler im Jahr maximal 4 Wochen, also 20 Arbeitstage, 8 Stunden jobben. Also nicht die ganzen Sommerferien. Das eine oder andere Jobangebot für Schüler finden Sie in der lokalen Presse,
in den Jugendzeitungen, im Netz, denn es gibt sehr viele Internetportale für die Jobsuche oder bei der Arbeitsagentur. Was denkt ihr? Welche von diesen Möglichkeiten ist von Jugendlichen genauso wie von den Eltern am liebsten benutzt? Das sind Jobangebote der Arbeitsagenturen, denn ihre Jobvermittlung kann sehr hilfreich sein. Sie haben nämlich spezielle Programme für Jugendliche. Welche Jobs sind unter Jugendlichen besonders gefragt? Besonders interessieren sie sich für Jobs in der Gastronomie. Die meisten arbeiten gern als Eisverkäufer oder Kellner. Gefragt sind noch Postsortierer, Zeitungsausträger oder Regalauffüller in einem Supermarkt. Danach folgen Jobs in Gärtnereien oder bei Bauern, aber auch Jobs in Handwerksbetrieben sind sehr gefragt. Und welcher Ferienjob ist das? In dieser digitalen Übung sollt ihr ein Foto mit dem entsprechenden Jobtitel verbinden, der auf diesem Foto dargestellt wird. Die Übung findet ihr unter dem Link bit.ly/ferienjobs1, wobei F großgeschrieben wird, oder durch das Einscannen dieses QR-Codes. Und welche sind die Jobs, die Schüler ab 13 Jahren machen können? Was denkt ihr, wenn ihr diese zwei Fotos betrachtet? Um welchen Job geht es? Ratet mal. Pogodite, dakle, gledajući ove dvije fotografije, o kojem se to poslu za učenike radi. Oder auf diesem Foto, welcher Schülerjob ist das, wenn eine Schülerin einer Gruppe oder einem anderen Schüler oder Schülerin etwas erklärt? Ili na ovoj fotografiji, kada jedan učenik ili učenica nekome ili grupi nešto objašnjava. Oder wenn eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Kind spielt, welcher Schülerjob ist das? Oder wenn eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Hund spaziert, welcher Schülerjob ist das? Diese vier Nebenjobs sind die häufigsten Nebenjobs für Jugendliche ab 13. Ova četiri povremena posla su najčešća kod mladih od 13 godina naviše. Auf dem ersten Foto, Foto mit dem Fahrrad, dieser Nebenjob heißt Zeitungsausträger. Denn was macht die Person? Diese Person muss Zeitung austragen. Dakle, ta osoba treba raznositi novine i zato se posao zove Zeitungsausträger ili Zeitungsausträgerin, raznosač novina. Auf dem zweiten Foto steht ein Mädchen mit dem Hund. Dieses Mädchen ist Hundesitterin oder ein Junge ist Hundesitter. Dakle, ovo drugo zanimanje, odnosno posao, je Hundesitter. One koji se brine o psima i ide s njima u šetnju. Auf Deutsch sagt man, Gassi gehen, also mit einem Hund Gassi gehen oder Tiersitting. Taj posao se može još i zvati Tiersitting. Auf dem dritten Foto, wo ein Mädchen mit einem Kind spielt, dieser Nebenjob heißt Babysitter oder Babysitterin. Treći posao je Babysitterin. Und auf dem vierten Foto erklärt ein Mädchen der Gruppe etwas. Sie gibt Nachhilfe. Dakle, ona njima daje instrukcije ili poduke. Nachhilfe geben. Sada pauzirajte snimku i prepišite ove pojmove. Welche sind die Nebenjobs für Jugendliche ab 15? Koji su to povremeni poslovi za mlade od 15 godina naviše? Das sind Prospektverteiler, Kellner oder Kellnerin, Verkäufer oder Verkäuferin, Küchenhilfe, Zimmermädchen, Autoreinigungskraft, Lagerhelfer oder Lagerhelferin. Jetzt auf der rechten Seite sehen wir die Definitionen, doch nicht in der richtigen Reihenfolge.
Sada na desnoj strani vidimo objašnjenja, odnosno definicije tih povremenih poslova, ali ne ispravnim redosljedom. Eure Aufgabe ist es jetzt, die Definitionen mit den Nebenjobs zu verbinden. Vaš zadatak je da povežete ove definicije sa povremenim poslovima. Die Definitionen sind: in der Restaurantküche helfen, Autos waschen, Zimmer im Hotel aufräumen, Gäste bedienen, an der Kasse arbeiten, im Lager arbeiten, Flyer oder Prospekte verteilen oder zustellen. Sada pauzirajte snimku i povežite lijevu sa desnom stranom. Und war es schwer? Hoffentlich nicht. Hier ist die Lösung. Je li vam bilo teško? Nadam se da nije. Ovo je rješenje. Ein Prospektverteiler muss Flyer oder Prospekte verteilen oder zustellen. Raznoseć prospekata treba raznositi flyere ili prospekte. Ein Kellner oder Kellnerin muss Gäste bedienen. Konobar poslužuje goste. Ein Verkäufer oder eine Verkäuferin muss an der Kasse arbeiten. Prodavač ili prodavačica mora raditi na blagajni. Küchenhilfe muss in der Restaurantküche helfen. Ispomoć u kuhinji pomaže u kuhinji nekog restorana. Ein Zimmermädchen muss Zimmer im Hotel aufräumen. Spremačica posprema sobe u hotelu. Eine Autoreinigungskraft muss Autos waschen. Perač automobila mora prati aute, na primjer u nekoj autopraonici. Ein Lagerhelfer oder eine Lagerhelferin muss im Lager arbeiten. Skladištar mora raditi u skladištu. Was ist jetzt eure nächste Aufgabe? Što je vaš sljedeći zadatak? Jetzt sollt ihr ganze Sätze schreiben. Und zwar so, hier ein Beispiel. Ein Zimmermädchen räumt Zimmer im Hotel auf. Prema ovom modelu, prema ovom primjeru, trebate napisati za svako zanimanje, odnosno posao, što rade punim rečenicama. Macht jetzt bitte Pause und schreibt die Sätze. Und wer macht was? Hier ist die Lösung. Ein Prospektverteiler verteilt Flyer. Ein Kellner bedient Gäste. Ein Verkäufer arbeitet an der Kasse. Küchenhilfe hilft in der Restaurantküche. Ein Zimmermädchen räumt Zimmer im Hotel auf. Eine Autoreinigungskraft wäscht Autos. Ein Lagerhelfer arbeitet im Lager. Unter diesem Link bit.ly/ferienjobs2, wobei F groß geschrieben wird, oder unter diesem QR-Code könnt ihr weitere Informationen zu jedem Ferienjob finden. Macht Notizen über den Beruf, der euch besonders interessiert. Jetzt werdet ihr euch ein Video über einen Ferienjob ansehen und danach die Fragen beantworten. Das Video befindet sich unter dem Link bit.ly/ferienjobs3, wobei F groß geschrieben wird, oder unter diesem QR-Code. Die Fragen, die zu beantworten sind, sind hier. Um welchen Job handelt es sich? Wie alt ist der Schüler? Warum jobbt er? Wie lange arbeitet er? Was verdient er? Was macht er? Und was sind seine Pläne? Macht bitte Pause, seht euch das Video an und beantwortet die Fragen. Und jetzt könnt ihr eure Antworten kontrollieren. Es handelt sich um den Job Kellner. Der Schüler ist 16 Jahre alt. Er möchte für sich etwas finanziell haben, sein eigenes Geld haben. Das ist aber zugleich ein Schritt zur Unabhängigkeit von den Eltern. Er arbeitet insgesamt 4 Wochen im Jahr, 5 Stunden am Tag, 3-mal die Woche. Er verdient 9 Euro die Stunde. Was macht er in diesem Beruf? Er deckt Tische ein, kümmert sich um die Gäste und sucht die passenden Kräuter aus. Später möchte er zur Bundespolizei. Analysieren wir jetzt einige Sätze aus dem Text. Man sollte jobben, damit man sein eigenes Geld verdient. Diesen Satz können wir auf noch eine Weise ausdrücken. Man sollte jobben,
um sein eigenes Geld zu verdienen. Wir können sehen, dass dieser Satz ein bisschen kürzer ist. In seinem Nebensatz gibt's nämlich kein Subjekt. Im ersten Satz, man sollte jobben, damit man sein eigenes Geld verdient, haben wir Subjekte, die identisch sind. Man und man. Wenn die Subjekte identisch sind, kann der Satz gekürzt werden. Dann gibt es die Konjunktion um und das Verb im Infinitiv am Satzende. Analysieren wir jetzt den zweiten Satz. Ich sollte jobben, damit meine Familie mehr Geld hat. Im Hauptsatz das Subjekt ich, im Nebensatz meine Familie. Hier haben wir zwei verschiedene Subjekte. Sie sind nicht identisch, ich und meine Familie. In diesem Fall bleibt die Konjunktion damit. Noch einmal. Wenn die Subjekte identisch sind, haben wir die Konjunktion um, aber kein Subjekt im Nebensatz. Dafür zu plus Infinitiv am Satzende. Wenn Subjekte verschieden sind, dann die Konjunktion damit und verschiedene Subjekte. Diese Sätze heißen Finalsätze, ovo su namjerne rečenice, koje izražavaju namjeru ili cilj. Schreibt jetzt bitte diese Sätze ab. Prepišite sada ove rečenice kao primjer. Versucht jetzt, diese Sätze zu verbinden mit der Konjunktion um zu plus Infinitiv oder mit der Konjunktion damit. Marco jobbt als Aushilfe für Gärtnerei. Seine Familie hat mehr Geld für den Urlaub. Der zweite Satz. Erika sucht einen Job in der Gastronomie. Im Sommer kann sie auf einer Terrasse arbeiten. Macht jetzt bitte Pause und verbindet diese Sätze. Und hier ist die Lösung. Marco jobbt als Aushilfe für Gärtnerei, damit seine Familie mehr Geld für den Urlaub hat. In diesem Satz haben wir zwei verschiedene Subjekte, deswegen die Konjunktion damit. Erika sucht einen Job in der Gastronomie, um im Sommer auf einer Terrasse arbeiten zu können. Da Subjekte gleich sind, kann dieser Satz mit um zu plus Infinitiv gekürzt werden. Jetzt könnt ihr diese Sätze digital einüben. Ihr sollt entscheiden, ob in einem Satz die Konjunktion damit oder um zu plus Infinitiv passt. Die Übung befindet sich unter dem Link bit.ly/umdamit oder unter diesem QR-Code. Jetzt könnt ihr euch noch ein Video über einen Ferienjob ansehen. Und in diesem Video gibt es interaktive Fragen. Im Video seht ihr einige Jugendliche, die einen Nebenjob haben. Das Video befindet sich unter dem Link bit.ly/nebenjob2, alles kleingeschrieben, oder unter diesem QR-Code. Macht bitte Pause und seht euch das Video an. Und jetzt am Ende. Was denkt ihr über Schülerjobs oder Nebenjobs? Na kraju ove lekcije, što vi mislite o povremenim poslovima? Soll man jobben oder lieber nicht? Da li prihvatiti takav posao ili radije ne? Warum ja? Zašto biste rekli da? Man kann sein Taschengeld aufbessern, eigenes Geld verdienen, neue soziale Kontakte haben, neue berufliche Kontakte haben und Berufserfahrung sammeln. Kao argumenti za, možemo nabrojati, znači, poboljšanje džeparca, možete zaraditi vlastiti novac, ostvariti nove socijalne kontakte, poslovne kontakte, te steći neko iskustvo u zanimanju. Warum kann man nein sagen? Zašto bismo mogli reći ne? Dann hat man weniger Freizeit, dann hat man weniger Zeit für seine Freunde. Das bedeutet zu viel Stress, ist manchmal schlecht bezahlt und man hat eventuell keinen Urlaub. Razlozi koji bi mogli biti protiv nekog povremenog posla su da netko ima manje vremena,
manje slobodnog vremena, manje vremena za prijatelje, da mu to predstavlja preveliki stres, posao može biti loše plaćen i eventualno možda nema godišnjeg odmora, odnosno praznika, jer su poslovi često preko praznika. Und wie ist das bei euch? Jetzt sollt ihr eure eigene Meinung zu diesem Thema äußern. Schreibt bitte einen Aufsatz und beantwortet dabei folgende Fragen. Hast du oder planst du einen Nebenjob oder Schülerjob zu haben? Welchen Job hast du oder möchtest du haben? Warum gefällt dir dieser Job? Warum ist es gut, einen Nebenjob zu haben? Wenn ihr mit dem Aufsatz fertig seid, schickt ihn bitte eurem Lehrer oder eurer Deutschlehrerin. Am Ende bleibt nur noch die Selbstkontrolle. Bitte bewertet, wie gut ihr die Lernziele erreicht habt. Sehr gut, noch nicht so gut oder überhaupt nicht. Kreuzt jetzt für jede Aussage eine Bewertung an. Ich kann Nebenjobs nennen. Ich kann einige Nebenjobs beschreiben. Ich kann ein Video verstehen und interaktive Fragen beantworten. Ich kann einen Aufsatz über Nebenjobs schreiben. Hoffentlich wart ihr heute sehr erfolgreich. Bis zu der nächsten Lektion wünsche ich euch alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss.